Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Mein Name ist Uwe Loch. Ich arbeite normalerweise auch auf der Seite, wo ihr sitzt, nämlich bei den Journalisten. Verdient ihr viel Geld mit eurem Sport? Gute Frage. Sofort mal die Hosen runterlassen. Also ist natürlich kein Vergleich, wie wenn man Fußball zweite Liga spielt oder so, oder wenn der Bundesliga spielt. Sag mal, so reich wird man davon nicht. Ich bin der Luis und ich wollte fragen an euch alle drei. Sekunde, trainiert ihr vor dem Spiel noch? So um 11, 12 Uhr eine Stunde werfen. Dann gehen wir natürlich jeder nach Hause. Dann kocht jeder sein eigenes Essen, was er jetzt normalerweise beim Spiel isst. Meistens immer das Gleiche. So ein geregelter Ablauf. Welches ist dein euer Lieblingsessen? Also es gibt Osso Buco bei mir. Das kocht mein Opa ganz gut. Das ist, glaube ich, vom Kalb der Schienbeinknochen. Natürlich zu Hause bei Mama das beste Essen. Seid ihr alle in Essen geboren oder kommt ihr aus verschiedenen Städten? Also wir beide sind nicht in Essen geboren. Ich komme aus Trier, also Region Trier, von der Mosel, aus einem kleinen, ich wohne in einem kleinen Dorf groß geworden. Und Robin? Ja, also ich bin eigentlich in Berlin geboren. Und bin dann mit 5 erst nach Lich gezogen. Das ist in der Nähe von Gießen, in Hessen. Ja, ich bin hier geboren und lebe schon immer hier. Aber ihr habt natürlich auch Spieler, die nicht gar nicht aus Deutschland kommen. Da drüben sitzt zum Beispiel jemand. Woher kommst du? USA, Seattle, Washington. Er kommt also aus den Vereinigten Staaten, aus Amerika. Extra hier, um bei den Baskets zu spielen? Yes. Ja. Yeah. Wie lange ist er schon bei den Baskets? 2 Jahre. Ist der Trainer nett? Oh, gute Frage. Ist der Trainer nett? Jetzt ist es natürlich schwierig. Guck mal, wie die jetzt gucken. Weil wenn die jetzt sagen, der ist nicht nett, dann ist der hinterher wahrscheinlich richtig stockend sauer. Also ganz persönlich ein ganz toller Mensch. Wirklich super Kerl. Erstmal gleiche wie Carsten. Also er ist ein sehr netter Mensch. Also, aber auf dem Spielfeld gehört es auch schon, dass, wie Carsten sagt, dazu, dass er uns mal anschreit, dass er uns sozusagen in den Allerwertesten tritt, damit wir uns bewegen. Ja, ich würde es so ein bisschen vergleichen wie manchmal mit euren Eltern wahrscheinlich. Also meistens sind die auch nett zu euch, aber wenn ihr das nach 5-maligen Aufräumen euer Zimmer nicht aufgeräumt habt, dann werden die auch mal böse.